Yo, was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu FIFA 16 mit dem FC Bayern München. Ja, heute heißt es in Stein zu meißeln. Wir wollen uns fürs Achtelfinale in der Champions League endgültig qualifizieren. Und wir schauen mal ganz kurz auf die Tabelle. Wir müssen ja heute gegen AS Monaco. Und es sieht folgendermaßen aus. Wir stehen momentan auf Platz 1 mit 10 Punkten. Der FC Arsenal auf Platz 2 mit 7 Punkten, AS Monaco auf Platz 3 mit 4 Punkten und Olympiakos Piraeus, die können eigentlich schon so gut wie einpacken. Mit dem letzten Platz müssen sich momentan zufrieden geben, mit einem einzigen Punkt. Und ja, also, es ist nun folgendes, Monaco müsste heute gegen uns gewinnen und dann nur ziemlich hoch und dann beim nächsten Mal auch gewinnen und Arsenal müsste uns auch nur überholen irgendwie. Dann wären wir draußen, also wenn wir heute mindestens unentschieden spielen, sind wir sicher weiter und gut. Das wäre es soweit, ich würde sagen, wir gehen auch gleich rein. Wir spielen in Monaco, das heißt auswärts, also bin ich auf jeden Fall schon mal gespannt, wie das wird. Dann sei auf jeden Fall, jetzt geht's los, der FC Bayern München zu Gast beim AS Monaco, los geht's. Und damit herzlich willkommen hier aus Monaco zum Champions League Spieltag zwischen dem AS Monaco und dem FC Bayern München. Ja, die Bayern heute zu Gast in Monaco. Wir erinnern uns zurück. Am ersten Spieltag dieser Gruppenphase gab es ja die Begegnung in der Allianz Arena. Da konnten sich die Bayern mit 3:0 durchsetzen. Also hat hier Monaco auf jeden Fall noch eine offene Rechnung zu begleiten. Hier sehen wir die Tabelle momentan. Die Bayern mit 7 Toren, 0 Gegentoren, das spricht für eine sehr starke Gruppenphase. Und ja, 3 Siege in Unentschieden, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Und hier sind wir auf jeden Fall Arjen Robben momentan im Blickpunkt. Konnte die letzten beiden Spiele leider nicht bestreiten, weil er Fitnessprobleme hat. War mit der Nationalmannschaft unterwegs und so weiter. Aber heute in der Startaufstellung zusammen mit Ribéry, also Robbery, endlich mal wieder auf dem Platz. Und hier kriegen wir jetzt die Aufstellung vom AS Monaco zu Gesicht. Subasic im Tor, vorne Traoré, El Shaarawy, Bruno Silva und Joao Moutinho. Toulalan vor der Abwehr und Coen Trauer habe ich gesehen auf linken Verteidigerposition. Ja, auf jeden Fall wird es heute ein schweres Spiel. Monaco hat im letzten Spiel viele Fehler gemacht, hat deswegen 3:0 gegen die Bayern verloren. Das wollen sie heute nicht wiederholen. Und hier die Aufstellung vom FC Bayern München, deutlich verändert natürlich. Wir müssen an unsere Fitness denken von unseren Spielern und deswegen Kimmich, Thiago, Alonso heute im Mittelfeld. Kein Götze, kein Vidal. Costa ist heute auch nicht mit dabei, genauso wie Thomas Müller. Und ja, und England leitet dieses Spiel heute. Hier die mitgereisten Bayern-Fans, sie machen ordentlich Stimmung hier in diesem Stadion. Und jetzt können wir auch schon loslegen. AS Monaco gegen den FC Bayern München. Alles ist bereit. Und damit geht es jetzt dann los. So, Anstoß ist erfolgt. Monaco braucht hier heute eigentlich einen, ja, ziemlich entsprechend hohen Sieg, wenn sie wirklich noch ins Achtelfinale wollen. Natürlich, sie haben noch die Chance, wenn Arsenal London patzt, an denen vielleicht vorbeizuziehen, aber sie haben natürlich auch schon 3 Punkte Vorsprung, spielen heute gegen Piraeus, die bis jetzt auch erst einen Punkt geholt haben. Und jetzt erst die Flanke und dann ist Neuer schon zum ersten Mal gefragt, macht er aber gut. Und der erste Angriff kommt von dem Ball über Joshua Kimmich. Da geht zu Xabi Alonso, der sieht vorne Ribéry. Schöner Ball, jetzt Ribéry am Ball. Gegen Fabinho, lässt ihn erstmal schon mal stehen. Ribéry mit viel Platz. Sieh mir die Thiago. Thiago mit aller Zeit der Welt. Und den platziert er nicht. Subasic hält diesen Ball. Und Thiago, Thiago, Thiago. Jawohl, jetzt macht ihn dann doch. Monacos Torwart pennt ohne Ende. Thiago kann hier Subasic irgendwie den Ball abluchsen. Das ist ein heftiger Torwartfehler. Und Thiago Alcantara, der lacht sich jetzt natürlich einen ab. Sorry, Leute, für dieses Tor, aber mein Gott, sowas muss man dann natürlich auch machen. Ja, der Torwart mit Riesenpatzer, zuerst mit der Glanzparade gegen Thiago Alcantara-Schuss und jetzt schießt der Thiago an, schenkt ihm sein Tor und dann steht es 1:0. So, frühe Führung für die Bayern, nimmt natürlich so ein bisschen die Spannung jetzt raus und jetzt muss hier natürlich Monaco irgendwie dagegenhalten. Die Bayern nutzen den ersten Fehler, wie gesagt, sorry für dieses Tor, aber mein Gott, im echten Fußball machen wir es auch rein. Und ich will das hier so real wie möglich halten, deswegen mache ich einfach jedes Tor rein, das was ich reinmachen kann. Und die Bayern führen jetzt hier in Monaco. Und Robben holt sie die nächste Kugel. Robben mit dem Ball zu Morata. Nächste Chance für die Bayern. Morata probiert es im Alleingang. Ball geht nochmal zu Kimmich, aber der kommt nicht ran. Fast das nächste Tor für die Bayern. Diesmal Morata allerdings gestoppt. Und jetzt mal Stephen El Shaarawy auf dem linken Flügel bei Monaco unterwegs. Ball geht in die Mitte. Bayern stehen aber bis jetzt gut. Oh, da lässt Benatia den Gegenspiel vorbei und dann war es abseits. Die Fahne ist oben. Shaarawy soll im Abseits gewesen sein.
Da schauen wir doch gleich gerne nochmal drauf. Und wir sehen, die Entscheidung ist richtig, aber sie war knapp. Aber vertretbar. So, Freistoß jetzt für die Bayern. Freistoß ausgeführt, kurze Variante. Jetzt Benat hier, weiter geht's zu Joshua Kimmich. Kimmich, oh ja, ja, wird hier ganz schön bedrängt. Spielt den Ball jetzt erst so weiter. Natürlich, Monaco muss jetzt natürlich irgendwie dagegen halten. Die brauchen ihr Tore, ihr Traum lebt natürlich noch, aber dazu müssen sie heute eigentlich punkten. So, jetzt Robben. Robben, gibt er uns den unaufhaltbaren Robben, mein Gott, und haut ihn vorbei, was ist denn das? Da war er sich, glaube ich, ein bisschen zu sicher. Da war er sich ein bisschen zu sicher, dass er den reinmacht. Arjen Robben, die Riesenchance für die Bayern. Normalerweise ist das ein Ding, aber sorry, da war ich mir gerade ein bisschen zu sicher, dass der reinging. 16. Minute ist gelaufen, der FC Bayern München führt mit 1:0. Sie haben jetzt natürlich die Räume bei Monaco. Monaco muss jetzt einfach aufmachen. Sie müssen einfach was tun. Und die Bayern kommen schon wieder. Wieder über Robben. Mal schauen, ob es ihnen diesmal wieder gelingt. Robben, am ersten ist er vorbei. Jetzt lauft er gegen den zweiten. Robben zieht zurück. Nächste Riesenchance. Robben! Oh, nächste Chance. Wieder vorbei. Wieder vorbei. Die Bayern wollen sie ja richtig warm schießen. Schöner Schuss von Robben ins lange Eck. Allerdings war das Eck ein bisschen zu lang. Die Bayern bleiben weiterhin brandgefährlich. Und die mitgereisten Fans, die spüren hier, hier könnten einige Tore fallen. Wenn die Bayern Tore machen. So, jetzt Monaco mal wieder auf dem Weg nach vorne. Schon Moutinho, weiter geht's zu Sharawi momentan. Also wenn was geht bei Monaco, dann über links. So habe ich den Eindruck in diesen ersten Minuten. Gut geklärt der Bayern von der Bayernabwehr. Und jetzt Joshua Kimmich. Die Bayern auf dem Vormarsch. Kimmich. Lässt da freierweise zwei Monaco-Spieler stehen. Und Robben auch schon wieder auf dem Weg. Robben gegen Coentrao, trotz seiner Erfahrung, Robben momentan nicht zu stoppen. Robben zieht Thiago und Ribéry. Nicht im Abseits, Ribéry, den muss er doch reinmachen. Franck Ribéry, glanzvoll gespielt. Aber im Abschluss, da fehlt es halt wieder mal ein bisschen. So, jetzt Kimmich. Weiter geht's zu David Alaba. Ab in die Mitte, Thiago, ah, da vergisst er den Ball. Dann vergisst er den Ball mitzunehmen. Aber die Bayern bekommen ihn sofort wieder zurück. So, wieder Robben. Wieder auf ein Tänzchen mit Arjen Robben. Und wieder macht er es gleich und wieder kann es keiner verhindern. Und schade, diesmal Morata bekommt den Ball da leider nicht ab. So, Bartstuber dazwischen. Und das war ein Foulspiel, meint der Schiedsrichter. Ja, 37 Minuten sind rum. Für die Bayern ist es momentan ein besseres Trainingsspiel. Sie dominieren Monaco nach Belieben. Und beim nächsten Mal müssen wir in der Allianz Arena gegen Hertha BSC Berlin ran. Da geht es wieder darum, die Tabellenführung in der Bundesliga zu verteidigen. Und ja, jetzt erstmal ab Freistoß für Monaco und ab nach vorne, da ist keiner. Morata bekommt die Kugel und jetzt die Bayern wieder am Drücker. Über Kimmich wieder zu Robben. Robben wieder gegen Coentrao und wieder lässt sich Coentrao da austricksen. Also Coentrao hat heute echt kein gutes Spiel vor sich. Aber diesmal kann sich sogar Monaco mal befreien, aber die Bayern bleiben wieder mal dran. Jetzt Thiago von es Morata. Gut gesehen, Morata im 16er. Alvaro Morata! Der Chancentod des FC Bayern München. Also wir treffen echt selten ins Tor. Wenn wir mal die Chancen zusammenzählen, was wir heute schon alles hatten, dann ist es echt schon wenig, was wir treffen. Ich finde die Torhüter in FIFA 16 echt so brutal stark. Und jetzt Ecke für die Bayern. So, da kommt Robben entgegen. Oh, diesmal wird Robben vorbeigetrennt von Sharawi. Sharawi bis jetzt eigentlich auch einer von den besten Spieler bei Monaco. Oh, und der Torwart rutscht da weg. Oh, und dann verschätzt sich der Philipp Lahm Kopfballduell ein bisschen. Konterchance jetzt vielleicht für Monaco, aber das dauert dann zu lange mit Toulalon. Und dann Traoré verspringt der Ball, also bei Monaco passt heute nicht zusammen. Ja, klar, so früh ist so ein dummes Gegentor bekommen von den Bayern und dann fehlt natürlich so ein bisschen die Konzentration. Die Bayern machen ihr Spiel weiterhin. Fehlpass zwar diesmal von Alaba. Monaco versucht es über Fabinho. Da geht zu Toulalon, der sieht Draghi. Oh, das ist ein gefährlicher Ball. Da war Morata nicht weit weg von der Kugel. So, und Benatia holt sich die Kugel wieder zurück. Und jetzt Benatia. Weiter geht's zu Alonso. Alonso mit dem Auge für seinen Landsmann, für Morata. Morata zieht die Mitte rein und da wird er weggedrängt. Das ist ein Foulspiel. Das ist ein klares Foulspiel. Freistoßsituation nun für die Bayern. Und Kimmich legt sich den Ball dann schon mal ganz schön weit vor. So, 39. Minute. Freistoß für die Bayern. Der Schiri sagt aber, nee, die Kugel lag weiter hinter. Und jetzt also Freistoß bei 31 Meter. Robben hat einen guten Schuss. Sonst Alonso, glaube ich, eine ziemlich gute. Ja, Alonso. Lass mal Alonso, komm.
So, Alonso. 31 Meter mit dem geilen Schuss, ist das machbar? Xabi Alonso, der kommt zu hoch. Bisschen tiefer. Dann wird es auf jeden Fall gefährlich, weil der war nicht schlecht platziert, so von der Position her, wie gesagt. Obwohl, okay, vergesst es. Der war nicht so geil, wie zuerst der aussah. So, wieder weiter Abschlag von Monaco. Die haben den Ball. Die Heimmannschaft will zumindest hier sich nicht als Kanonenfutter abspeisen lassen. Und dafür tun sie momentan sehr viel. Und haben natürlich auch ein bisschen Glück, dass die Bayern heute wieder eine Chance noch rauslassen. So, nächste Chance hier. Vorne startet Morata. Nächste Chance Bayern. Das muss jetzt aber sein. Jetzt Schluss mit lustig. Morata! Nein! Morata! Ja! 2-0! Im Nachsetzen klappt es dann doch. Ich weiß nicht so recht, wie die Tore machen sollen. Aber im Nachsetzen ist Morata da. Und macht hier sein erstes Tor im Trikot des FC Bayern München. Alvaro Morata. Ich weiß nicht, wie die Dinger so richtig reinmachen soll. Ah, der war echt gut geschossen. Der war echt nicht schlecht geschossen auf den ersten Versuch. Aber dann muss der zweite Versuch her. Und Morata ist da. Der Ball ist im Tor. Egal wie. Der Ball ist drin. 2-0 Bayern. Irgendwann musste es passieren. Irgendwann musste es einfach passieren. Die Bayern zeigen, dass sie hier da sind. Morata, erstes Tor in dieser Champions League-Saison, ist ja der Neuzugang von Juventus Turin. Und jetzt wird es langsam ein bisschen leise im Stadion. Jetzt haben die Bayern wahrscheinlich einen großen Schritt Richtung Sieg gemacht. Klar, wir haben immer noch eine ganze Hälfte vor uns, aber die Bayern sind einfach heute wieder so dominant. Von Monaco ist wenig zu sehen bis jetzt. Sie hatten zwar auch ihre Momente, aber die hielten sie in Grenzen. Und wer weiß, vielleicht will sie jetzt Monaco nur noch ein bisschen aus der Affäre ziehen. Vielleicht hoffen sie auch auf Piräus. Piräus müsste gegen Arsenal London gewinnen. Und am letzten Spieltag müsste Monaco gegen Piräus gewinnen und die Bayern gegen Arsenal London. Dann hätte Monaco theoretisch punktemäßig auch noch eine Chance aufs Weiterkommen. So, Chance jetzt für Monaco. Bruno Silva gegen Bart Stuber. Ball ist nicht im Aus. Bart Stuber hält ihn drin. Und das war es auf jeden Fall mit der ersten Halbzeit. Ja, die Bayern überlegen. Monaco ist zwar gut in die Begegnung gestartet, aber dann kamen die Bayern und haben das Spiel an sich gerissen. Morata, ein Tor hat er erzielt. Gut, die Tore waren jetzt nicht glanzvoll, aber es sind Tore. 60. Minute Thiago, 43. Minute Morata. Ja, so kann man es erstmal lassen. Würde natürlich bedeuten, wir wären souverän im Achtelfinale. Ob wir als Gruppenerster weiterkommen, das wird sie dann erst am letzten Spieltag herausstellen gegen die FC Arsenal. Wenn Arsenal heute gegen Piräus gewinnen sollte, das hält natürlich komplett davon ab, aber die führen schon mal gegen Piräus. Also das sieht schon mal nicht schlecht aus. Wir werden übrigens nach unserem Spiel auf die anderen Gruppen schauen, denn ja, fünfter Spieltag, das sollte dann schon einiges entschieden sein in die anderen Gruppen. So, Fitness geht schon ganz schön runter. Naja, müssen wir mal schauen, ob wir durchkommen. So, weiter geht's. Wurde herzlich los. Bayern gegen Monaco. Die Bayern hatten alles im Griff in der ersten Halbzeit. Mal schauen, ob die zweite Halbzeit auch so verläuft. Wie sich das die Bayern vorstellen. Auf jeden Fall geht es auch schon los. 2-0 für die Münchner. Und Thiago ist am Ball. Oben startet Kimmich. Der ist komplett frei da. Joshua Kimmich. Kimmich geht hier vorbei am ersten. Kimmich mit dem Ball. Mit dem Auge für Ribéry. Und Ribéry mit der Flanke. Und müsste Eckball geben. Jawohl. Gibt Eckball für die Bayern. Hier nochmal das Tor von Alvaro Morata. Gut, stolz bin ich jetzt nicht unbedingt drauf. Den hätte ich eigentlich direkt mal reinmachen sollen. Aber egal, der Ball ist im Tor. Ecke für die Bayern. Warum sind da nur so wenig vorne? Ich bin doch auf Standard. Also normal Offense. Ja, normal halt ausgeglichen. So, jetzt Alonso. Alonso behauptet hier den Ball. Weiter geht's zu Bart Stuber. Bart Stuber mit dem Ball zu Benatia. Benatia! Ja, super Assage im Tor von Monaco. Bekommt hier auf jeden Fall nochmal ordentlich was zu tun. Jetzt wurden Halbzeit, habe ich so im Gefühl. Starker Schuss vom Innenverteidiger von Benatia. Und jetzt Monaco mal wieder am Ball. Über Wallace. Da geht's zu Tulan. Oh, und dann Kimmich. Kimmich macht da auch ein gutes Spiel bis jetzt. Kimmich unten. Schade, der Ball geht nicht durch zu Thiago. Thiago genommen. Ah, schade, da kann er sich nicht durchsetzen im Kopfballduell. Monaco spielt hier ein bisschen mit dem Feuer. Wenn die hier so weiterspielen, dann werden die Bayern vielleicht noch einen Gang zulegen. Um hier nochmal ein bisschen was für die Tordifferenz zu tun. So, Fehlpass hier von Robben, der kommt nicht an bei Thiago. Und jetzt probiert es Monaco mal, aber die Bayern stehen momentan einfach ein bisschen zu gut. Das macht Monaco das Leben schwer.
Moratti mit dem Zweikampf und der erste Wechsel kommt bei der Heimmannschaft. So, was haben wir denn? Sharabi geht runter. Was? Der beste Mann geht runter. Cavallero kommt. Verstehe jetzt auch nicht so ganz, aber vielleicht hat sie Monaco jetzt schon aufgegeben. Wer weiß, er weiß. Und Ribéry holt sie die nächste Kugel. Fehlpass von Wallace war es, glaube ich. Ribéry hat das Auge für seinen Mitspieler, aber da kommt Subasic vorhin ran. Ja, das war nix. Aber gut gedacht trotzdem von Ribéry. Ist nicht eigensinnig in dieser Situation gewesen. War eigentlich auch die richtige Entscheidung, war aus dem Winkel abzuziehen. Wäre Chancenverschwendung gewesen. So, jetzt auf jeden Fall mal die Chance für Monaco. Die sind auf Höhe des 16ers, müssen aber dann zurückziehen, weil keiner so richtig mitgelaufen ist. Flanke wird abgefälscht. Kimmich im Kopfballduell, gewinnt er und wieder geht es in die andere Richtung. Wieder in die andere Richtung. Und Ribéry wird hier ein bisschen gezogen. Egal, spielt er weiter. Wieder Fehlpass. Alonso, weiter geht's zu Ribéry. In der Mitte ist Morata. Ribéry, in die Mitte. Ribéry, da kommt er aber nicht durch. Da macht dann die Fitness doch nicht mehr so ganz mit. Natürlich, das Spiel ist auch schon eine gute Stunde alt und wir sagen, bei der nächsten Gelegenheit wechseln wir mal aus und jetzt für einmal die Chance über Traoré für Monaco, dass da vielleicht doch noch was geht. Das Spiel ist natürlich noch nicht gelaufen, obwohl es sich so anfühlt. Aber ein 2:0 ist natürlich ein gutes Ergebnis, aber sicher ist noch lange nichts. So, jetzt Ribéry mal wieder am Ball. Von Robben in der zweiten Halbzeit bis jetzt noch nicht so viel zu sehen. Ribéry momentan viel aktiver und Morata, warum hat der es nicht passt? Ich habe 10 Mal auf Passen gedrückt und er passt nicht. Das ist natürlich schön. So, jetzt Monaco wieder mit dem hohen Ball nach vorne. Benatia im Kopf, weil er gefordert, macht er stark, aber Monaco bleibt dran. Und dann der Ballverlust dann doch. Muss glaube demnächst echt mal wechseln. Man kommt mal wieder in eine Unterbrechung. Wir haben jetzt seit glaub, 15 Minuten keine Unterbrechung gehabt. Der Ball will einfach nicht so richtig ins Aus. Da muss man wieder ein Vorspiel machen, glaube ich. So, schade, Morata kommt nicht ran. Die Bayern greifen früh an. Monaco ist unsicher. Thiago holt sie die nächste Kugel. Weiter geht's zu Kimmich. Vorne ist Morata im Abseits. Ja. Oder? Nein? Doch, war im Abseits, ja. Ja. So, jetzt haben wir nicht mal ein bisschen Zeit zum Wechseln. Hier sehen wir es. Jeddah, der macht vielleicht den einen Schritt noch ein bisschen früher zurück, aber leider hat er das nicht getan. Und jetzt wechseln wir mal durch. Ribéry darf raus. Coman darf rein. Außerdem Mario Götze. Für Morata, ich will mal ein bisschen stürmen lassen. Und für Thiago darf da nur Arturo Vidal rein. Vidal ist immer gut für so ein paar Minuten. Hauptsache, er hat keine Karte, das wäre natürlich schlecht. Also, Alvaro Morata darf raus. Sein erstes Tor im Trikot des FC Bayern München. Und Götze kommt für ihn hinaus, wie Arturo wieder und Kingsley Coman, Ribéry und Thiago gehen auch raus. Und jetzt geht's weiter. So, 18 Minuten bleiben noch. Vielleicht gibt es hier noch ein Wunder. Aber dazu bräuchte Monaco hier 2 Tore. Und die Bayern müssten schon irgendwie halb aufhören, hinten zu verteidigen. So, Robben. Jetzt von ihm mal wieder was zu sehen. Robben wird gefällt und es gibt Freistoß. Und müsste eigentlich auch gelb geben, oder? Und ja, gelbe Karte. Zu Recht. Absolut zu Recht. Von hinten reingegangen, Cavallero. Der kam erst für Sharabi. Und jetzt wieder Freistoß für die Bayern. 14 Minuten noch. 14 Minuten, nochmal ein Wechsel bei Monaco. Freistoß für die Bayern. Arturo Vidal jetzt am Ball. So, Vidal, natürlich nur relativ frisch. Kam erst vor ein paar Minuten rein. Alaba, weiter geht's zu Coman. Coman hat das Auge in der Mitte, aber die Verteidigung hat diesmal nicht geschlafen bei Monaco. Und jetzt Alaba. Alaba will jetzt auch mal ein bisschen was zeigen. Und Götze kommt da nicht ran. Aber Fehlpass. Alonso holt sich die Kugel nochmal. Und das ist ein Foulspiel. Das ist ein Foulspiel. Egal. Komm, lass doch weiterlaufen. Lass doch weiterlaufen, Schiri. Da wäre Kimmich gut gestartet. Aber Schiri will mir den Freistoß geben. Dann würde ich sagen, nehmen wir den Freistoß dankend an. 35 Meter, ich würde sagen. Alonso, du darfst es nochmal probieren. Letztes Mal, naja, war es nicht so schlecht, aber diesmal geht's bestimmt besser. Alonso, komm, senk dich doch. Der Ball senkt sich nicht in dieser Situation. Kein Problem hier für Subasic, der kann den Ball zuschauen. So, 10 Minuten haben wir noch ungefähr. Dann ist das bessere Trainingsspiel für den FC Bayern München mittlerweile auch beendet. Ich will meinen Mund nicht zu weit aufreißen. Zum Schluss schießen die nur 2 Tore, aber jetzt kommt eine Chance. In der Mitte ist Götze mit der Riesenchance. Götze, und er legte sich den Ball zu weit vorne. Ist Subasic noch dran. Götzes Ballername nicht gerade optimal. Schade.
Der springt ihn zu weit vor. Sonst was gut gemacht. Und dann will er ihn unten durchschieben. Aber dann kommt der Torhüter mit irgendeinem Körperteil noch ran. Schade, schade. So, jetzt Arjen Robben mit dem Eckball. Der ist gut, da ist Coman. Und dann kommt Subasic von hinten. Und schlägt Coman den Ball weg. Und die Bayern bleiben dran. Über Benatia. Benatia, ah, der zögert er zu lange und holt sich nochmal die Kugel. Benatia, der kämpft da gegen 3, 4 Gegenspieler im gegnerischen Strafraum schon fast. Ja, das ist halt wirklich sensationell, was wir hier heute erleben. Monaco, mit dem hätte niemand gerechnet. Viele hätten sie kämpferisch eingeschätzt, aber da haben wir heute nichts gesehen. Vielleicht die ersten 5, 6 Minuten, Neuer mit Fehler. Und das war ein Foulspiel. Ja, das musste kommen. Nachdem Neuer da so einen Fehler gemacht hat, Benatia. Ja, gut. Es wird jetzt natürlich nochmal richtig gefährlich. Nochmal eine schöne Freistoßposition für Monaco. Das wird eine gute Freistoßposition. Eieiei. So, kommt direkt. Neuer ist dran. Neuer ist dran. Starke Parade. Richtig gut gehalten, der Schuss von João Moutinho. War ein guter Freistoß. Aber halt, ja, nicht optimal platziert. Wenn der aufs Eck kommt, dann ist er drin. Keine Frage. Aber so bleibt sie beim 2:0. Die Bayern haben das locker genommen. Sie wollten Monaco heute nicht komplett zerstören. Ob es gegangen wäre, wissen wir nicht. Neuer auf jeden Fall zum mit der Faustabwehr. Jetzt Coentrao nochmal am Ball. Ball geht nochmal in die Mitte. Vielleicht nochmal der Anschlusstreffer jetzt für Monaco. Aber ne, die spielen den Ball zurück. Ich glaube, Monaco hat sie abgefunden mit der Niederlage. Jetzt mal Druck von den Bayern über Götze und Robben. Götze holt hier den Ball. Aber nein, oh, komm schon. Aber jetzt noch mit Bartschuber, Bartschuber, Konterchance nochmal für die Bayern. Kingsley, Coman, Götze ist mit dabei. Ich glaube, diesmal wird Coman selber mal, nachdem es Götze gerade verballert hat. Coman mit der Riesenchance. Kingsley, Coman! Jawohl. Da ist es. 3:0. Schlusspunkt. Die Bayern gewinnen auch in Monaco mit 3:0. Kingsley, Coman mit dem Abschluss. Götze hat es nicht gemacht. Nach seiner Vorlage vor ein paar Minuten. Dann hat er sich gedacht, diesmal mache ich es selber. Und er macht es selber. Kingsley Coman, der Torwart, hat keine Sicht. Die wird ihm vom Verteidiger genommen. Es steht 3:0. Zum Schluss ist ein souveränes Ergebnis. Und ich möchte ihn mir jetzt ganz weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich sage, das ist auf jeden Fall der Gruppensieg. Der FC Arsenal bräuchte wahrscheinlich einen 4-5:0 Sieg gegen uns. Und das war's. Die Bayern gewinnen. Mehr als souverän mit 3:0. Es war ein besseres Trainingsspiel. Monaco hat heute nicht gut gespielt. Die Bayern einfach überlegen. Und ist das sieht man, sie sind einer der Mitfavoriten in diesem Jahr auf die Krone Europas, auf den Champions League Pokal. Kingsley Coman kam, machte ein Tor. Gutes Spiel, wo er gespielt hat. Die 20 Minuten. Ja, Robben hatte eine gute erste Halbzeit, in der zweiten Halbzeit ziemlich untergegangen. Und das war es jetzt auf jeden Fall. Ja gut, wir werden jetzt dann eine großartige Durchstand. So glanzvoll war das Spiel nicht. Wie gesagt, Monaco hat nicht viel Gegenwehr gezeigt. Wir sehen es an die Chancen und naja, da kann ich auch nicht viel machen. Spielhöhepunkte, die hatten wir schon. Bester Spieler ist Xabi Alonso mit einer 7,9. Was hat er denn so gemacht? Ich denke mal Pässe, oder? Erfolgreiche Dribblings. Er hat eigentlich alles voll. Muss sind Pässe? Erfolgreiche Pässe. 6 von 6 plus. Wir haben voll wenig gepasst, so wie es aussieht. Naja, egal. So, wer ist denn der Beste bei Monaco gewesen? Denk mal, der Torwart. Ja, Subasic mit einer 6,5. Also wir sehen, Monaco. Ne, das war nichts. So, und Arsenal gewinnt 2:0 gegen Piraeus. Da müssen wir jetzt erstmal zusammenrechnen. Ich glaube, die brauchen ein 4:0 gegen uns. Dann würden sie, glaube ich, weiterkommen. So, und dass sie jetzt nicht lügt. Ja, viele werden jetzt hier sagen, du spielst aber Amateur. Hier seht ihr, Weltklasse. Ist eingemeißelt. Ich spiele immer auf Weltklasse. Soweit könnt ihr mir schon vertrauen. So, Morata bedankt sich, dass er eingesetzt wurde. Kein Problem, Morata. So, Training können wir keins machen. Wir gehen jetzt gleich mal die Champions League-Tabellen durch. Zuerst simulieren wir ein bisschen vor. Und, oh, was ist denn? Nationaltrainer von Argentinien. Nee, ich will Deutschland haben. Deutschland wäre Bombe. Und ja, dann machen wir weiter. Und dann schauen wir mal drauf auf die Gruppen in der Champions League. Hier sind wir die Bundesliga-Tabelle. Wir sind Dortmund. Eieiei, mit Dortmund sehe ich mir zu rechnen. Die waren so gut, Dortmund. Und jetzt haben sie dann nur so schleifen lassen. 4 Niederlagen. Eieieiei. Doch, Dortmund macht wenigstens ein bisschen mit. So, Gruppe A. Und wir sehen, oh Gott, Real Madrid muss zittern.
Paris ist ja sicher durch als Gruppenerster, aber dann. Also Lazio Rom, wenn die Real Madrid dann nur raushauen, dann das wäre schon eine Sensation. Real ist ziemlich schwach, muss ich sagen. Ich weiß nicht warum. Die haben doch eigentlich ein brutales Team, keine Ahnung, was da los ist. Vielleicht ist Ronaldo, Bale und Benzema verletzt, kann natürlich auch sein. So, Gruppe B ist auch schon eigentlich fast gelaufen. Eindhoven ist weiter, aber noch nie als erster. Manu tut sich momentan sehr schwer. Wolfsburg mit einem Punkt raus und Moskau. Wenn ihr euch mal überlegt, wie die Tabelle in echt aussieht, dann kann man sagen, die Tabelle müsste man drehen, wenn man sie in echt hätte. Wolfsburg ist immer momentan sehr gut dabei, Manu auch, Eindhoven auch, Moskau, naja, nicht so. Also irgendwie so ganz realistisch sind die ganzen Begegnungen nicht. Wenn das so weitergeht, dann kommen die ganzen guten Teams nicht weiter und die schlechten, die kommen alle weiter. Naja, genauso ist gleich wie hier. Atletico Madrid so gut wie vorm Ausscheiden. Benfica, Lissabon und Galatasaray auf dem Weg Richtung Achtelfinale. Benfica ist auch schon durch. Dann, hier sind wir, Man City ist durch, genauso wie Juventus Turin. Allerdings wird da nur der Gruppensieger gesucht, da bin ich auch schon mal gespannt, wer das macht. So, Gruppe E, der FC Barcelona ist als Gruppensieger durch, AS Rom momentan draußen, Leverkusen wäre weiter. Das wird auch noch spannend am letzten Spieltag. Dann die Gruppe F, da wo wir sind, ja, Bayern souverän, 10:0 Tore, das ist heftig. Das ist eine souveräne Bilanz in dieser Champions-League-Gruppenphase. Monaco ist damit raus, sollte aber damit sicher für die Europa League qualifiziert sein. Ja, wie gesagt, beim nächsten Mal bräuchte der FC Arsenal einen 4:0 Erfolg gegen uns, dann wären es als Gruppenerster weiter. Glaube jetzt ehrlich gesagt nicht. So, und dann haben wir der FC Chelsea. Wow, auch natürlich eine extrem sehr, sehr gute Bilanz. 12 Tore, 2 Gegentore, 15 Punkte. Porto ist eigentlich auch schon so gut wie durch, Basel hat noch eine Minimalchance und jetzt kommen wir zur letzten Gruppe. Ja, da ist eigentlich auch schon geklärt, Lyon ist durch, Zenit hat beste Chancen, aber Valencia hat auch nur die Chance, das wird auch noch sehr, sehr spannend. So, bei Hals löst ihn alle Bestandteile auf, das heißt, wir machen Schluss für heute. Es war ein besseres Trainingsspiel, sorry, aber wie gesagt, ich spiele auf Weltklasse und Monaco ist anscheinend wirklich nicht stark in diesem Spiel. Kann ich nichts machen, sei danke fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal gegen Hertha BSC Berlin. Bleibt dabei, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.